Ja, Merkel äußert sich, die EU muss die Ukraine bei der Bezahlung der russischen Gasschulden unterstützen. Wir müssen diese Schulden der Ukraine übernehmen. Ja, warum eigentlich? Ich finde es eine ziemliche Arroganz der Politik. Offen gestanden, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich arbeite eigentlich nicht, um den Ukrainen ihre Gasrechnung zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Warum soll ich für die amerikanischen Machtfantasien bezahlen? Soll doch die USA die Rechnung übernehmen? Die wollen die doch in die NATO haben. Die wollen doch unbedingt hier Russland unter Druck setzen und hier ihr geostrategisches Spiel machen. Dann sollen sie doch die Rechnung dafür übernehmen. Aber hier zu zündeln und hier groß auf Zampano zu machen und hier die Ukraine muss in die NATO, die Ukraine muss in die EU und gefälligst hat die EU und deren Bürger das dann auch noch zu bezahlen, das finde ich also ziemlich dreist. Und so George Soros, der ja da immer ein ganz freudiger Vertreter dieser Strategie ist, dieser Themen ist, der fordert die EU jetzt auf, die Ukraine endlich mal militärisch und finanziell zu unterstützen, liest uns mal ordentlich die Leviten, dass wir gar nicht wissen, was wir da eigentlich tun, dass wir uns eigentlich endlich mal klar sein müssten, dass wir europäische Staaten praktisch Staaten im Krieg mit Russland sind und dass wir da jetzt entsprechend auch handeln sollten, militärisch die Ukraine unterstützen und natürlich finanziell erst recht. Jawohl, Herr Soros, herzlichen Dank für die Belehrungen. Gott sei Dank sehen die deutschen Unternehmer das ein bisschen anders. Die sehen in großen Teilen nämlich das, was hier passiert, überhaupt nicht als gut an. Die wollen die Ukraine weder in der NATO haben noch in der Europäischen Union. Die wollen Geschäfte mit Russland machen. Und die deutschen Vertreter vieler DAX-Unternehmen führen diese Gespräche Gott sei Dank auch mit der russischen Seite weiter. Das ist dann Realpolitik im Gegensatz zu dem, was man sich aus Washington aufs Auge drücken lässt. Ja, großes Thema auch in den Medien heute nochmal der Stresstest, der Bankenstresstest, der am Sonntag offiziell bekannt gegeben wird. Heute sollen die Banken informiert werden. Am Sonntag wird es dann offiziell bekannt gemacht. Und was wird da wohl rauskommen bei diesem Bankenstresstest? Jetzt hatten wir ja schon einige Stresstests in den letzten Jahren gehabt. Die haben sich jedes Mal als Farce herausgestellt. Da wurde gestreichelt, da wurden als Extremszenarien wurden dann ganz harmlose Szenarien verwendet. Und ich erwarte diesmal auch nichts anderes. Deshalb verzeihen Sie es mir, wenn ich diesem Bankenstresstest nicht allzu viel Zeit widme. Die nutzen wir lieber anders, nämlich bei einem sonnigen Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein fröhliches, selbiges, machen Sie es gut und bis nächste Woche.